Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute mit einer wunderbaren Neptuntaufe. Dann, ihr werdet es nicht glauben, Kapitäne können auch kochen. Und wer kümmert sich an Bord eigentlich um die Kostüme? All das seht ihr jetzt. Immer wenn eins unserer Schiffe den Polarkreis überquert, wird das natürlich an Bord standesgemäß gefeiert. Sehr seriöse Veranstaltung. Und danach müssen die Gäste, ich sag mal, auch was leisten, damit sie ein Zertifikat bekommen. Und wie das alles funktioniert, das seht ihr jetzt. Meine lieben Erdenbürger, ich, Neptun, gebe bekannt, dass heute die Aida Bella den Polarkreis durchschnitten hat. Ich überreiche euch nun den Schlüssel in mein eisiges Reich. Eigentlich schreibt das Protokoll nun vor, alle Neulinge, die zum ersten Mal die magische Linie überschritten haben, zu säubern. Als erstes esst mein Algenkraut. Dann schluckt meinen Meeresschleim, trinkt mein Lebenselixier und küsst den Lobster. Nun lasset die Taufe beginnen. Wir freuen uns, Kapitän Manzavinos in unserer Flotte begrüßen zu dürfen. Er kommt aus Griechenland und immer dann, wenn ihn das Heimweh plagt, dann freut er sich über griechische Küche. Und deswegen hat er mit unserem Entertainment-Manager zusammen Moussaka gekocht. Das war lecker. Guck mal. Heute werde ich eine typische griechische Platte kochen. Der Name ist Moussakas. Moussaka, das hört sich gut an. Was brauchen wir alles dazu? Wir brauchen Knoblauch. Und dann Zwiebeln, ein bisschen Salz, Pfeffer, 3 oder 4 Eier, Tomaten, Kartoffeln. Vielleicht die Kartoffel ist besser, bigger one, grosser. Ja. Rein der Fleisch, rein Fleisch. Und meine Rezept ist ein wenig anders, mit Joghurt und keine Bechamel. Das Moussaka ist viel leichter. Das ist eine Rezepte auf meine Insel, Kefalonia. So, wie geht's los? Ja, Olive Oil. Always a salt in the dish. Dann der Rindfleisch, wir brauchen maximal 1 Kilo. Maximal 1 Kilo. Für wie viele Personen? Für 5 oder 6 Personen. 5 oder 6 Personen, das ist ja so die Portion, die ich esse, ja. Und Tomatensaft für eine bessere Farbe. Man sieht, da steckt Übung hinter. Für mich kochen ist ein Hobby. Die Aubergine nur für ein bisschen Braten. Ja, sieht sehr gut aus schon. Aber wenn man doch in Griechenland wohnt, wo alle Urlaub machen wollen, warum fährt man weg und geht jetzt zum Beispiel nach Norwegen? Weil Norwegen war meine erste Kreuzfahrt als Kapitän. Okay. 10 Jahre bevor. So, ich mag Norwegen. Und ich mag die Berge, die Natur. Für mich Norwegen ist der Beste. So, wir sind bereit jetzt für die machen die Moussaka. Ein bisschen Palmiermehl. Die Kartoffeln. Perfekt. So, und dann Auberginen. Eine Lage Kartoffeln, dann noch die Auberginen noch oben drauf. Und dann haben wir Rinderfleisch. Das ist die andere Rezepte.
keine Bechamel. Ich benutze Joghurt. Und der Joghurt mit 3 Eier. Perfekt. Parmesan-Käse. Der überbackt dann auch schön. Ja. Also richtig schön goldbraun. Ne? Ich glaube, wir sind bereit jetzt. Okay. Ja. Dann ab in den Ofen damit. Ich sag's ja, unsere Kapitäne können einfach alles. Und jetzt gehen wir mal Backstage. Wir begleiten die Dresserin bei ihrer Arbeit. Wir sind ja stolz auf die Kostüme, die wir haben. Und jetzt gucken wir mal, wie diese Kostüme hinter der Bühne an den Mann kommen. Hallo, ich bin Jessie, ich bin eine von den 3 Dresserinnen hier an Bord und ich bin verantwortlich für Haare, Make-up und Kostüme für alle Shows, die wir im Theatrium und im Nightclub spielen. Heute spielen wir eine meiner Lieblingsshows im Theatrium, das ist die Familienshow Fabelhafte Freunde. Das ist gleichzeitig auch die Theatriumsshow mit den aufwendigsten Kostümen und dem aufwendigsten Make-up. Wir haben ungefähr 100 Kostümteile bei dieser Show. Die Artisten und Sänger kommen schon 2 Stunden vor der Show, um sich für die Show vorzubereiten. Das Make-up ist sehr aufwendig und dauert ungefähr 1 bis 1,5 Stunden. Jeder unserer Artisten und Tänzer hat ein Make-up-Buch. Das sieht so aus und hier wird Step für Step erklärt, wie man das Make-up vorbereitet. Dazu haben sie dann auch in Hamburg vorneweg einen Make-up-Workshop besucht, in dem ihnen erklärt wurde, wie sie das Make-up machen müssen. Und das machen sie für jede Show selber. Das heißt, ich stehe da nur unterstützend zur Verfügung, falls sie Hilfe brauchen. Ansonsten bereiten sie sich komplett alleine vor. Auch während der Show haben wir ordentlich zu tun. Wir haben eine Menge Quick Changes. Ein Quick Change ist ein sehr schneller Umzug während der Show. Da haben die Sänger oder Tänzer circa eine halbe Minute oder eine Minute Zeit, um sich von einem Outfit in ein komplett neues umzuziehen. Was die Kostüme von Fabelhafte Freunde so besonders macht, ist, dass jeder unserer Artisten ein Kostüm hat, das auf den jeweiligen Charakter perfekt abgestimmt ist. Das heißt, kein Kostüm ist wie ein anderes. Und was auch sehr außergewöhnlich ist, dass einige Kostüme Fell- oder Federapplikationen haben. Und auch einige der Kostümteile sind extrem schwer. Zum Beispiel eins meiner Lieblingskostüme, das Kostüm der Eichhörnchen, hat einen extrem großen Eichhörnchenschwanz. Hinter der Show Fabelhafte Freunde steckt eine sehr schöne Geschichte. Es ist eine Mischung aus einer Liebesgeschichte, aber auch eine Geschichte um Abenteuer und Freundschaft. Im Prinzip geht es darum, dass die Tiere im Wald nach einem langen Winterschlaf aufwachen und sich der große böse Wolf in die Mama-Bärin verliebt. Und innerhalb der Show gibt es auch noch eine Wendung, dass plötzlich 2 Jäger auftauchen, was die ganze Geschichte ziemlich abenteuerlich macht. Und wenn ihr vielleicht auch Bilder habt von euch mit den Darstellern in den tollen Kostümen oder wenn ihr Kostüme fotografiert habt, dann heute hier unten drunter. Da freuen wir uns drüber. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Wenn ihr auch tolle Shows sehen wollt, 7 Stück in 7 Tagen, gibt es sonst nirgendwo. Wenn ihr tolle Destinationen kennenlernen wollt oder fantastische Häfen besuchen wollt, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Die nächsten Ziele sind Livorno und Marseille. Noch ein Halt in Barcelona und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Palma de Mallorca. Zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von Bord mit der wunderbarsten Musik. Und eins möchte ich dazu heute sagen. Ich ermutige immer die Bands, die wir haben, die aus der ganzen Welt kommen, auch mal Sachen aus der Heimat zu spielen. Und diese Band hier kommt aus Serbien. Und jetzt spielt sie für euch was Serbisches mit den tollsten Bildern. Bis zur nächsten Woche.
Za tobo mogu biti sve, ja volim te i jako. To su samo reči dve, ti znaš šta osjećaj je taj, pa sve i jako.